Aus meiner Sicht erleben wir derzeit einen faszinierenden Machtkampf zwischen der OPEC einerseits und der Wall Street andererseits. Beide haben handfeste Interessen, beide wollen bestimmte Dinge erreichen, die sich allerdings widersprechen, denn die OPEC hat bekanntlich gestern ja gesagt, Produktionskürzung wird verlängert, bis Ende des Jahres der Ölpreis nach oben geschossen. Daran hat die OPEC ein Interesse, beziehungsweise Saudi-Arabien ein verstärktes Interesse, besonders aktuell, warum zeige ich gleich. Und auf jeden Fall wird durch einen steigenden Ölpreis natürlich die Inflation angeheizt. Das wiederum widerspricht dem Narrativ der Wall Street, die doch sagt, ach guckst du, die Inflation, die wird doch bald runterkommen, die Fed die Zinsen senken und außerdem haben wir doch die KI, die wird doch alles ändern, hurra, hurra. Und auch da gibt es ganz handfeste Interessen, die sehr aktuell sind. Schauen wir uns die Gemengelage dieses faszinierenden Machtkampfes mal an. Wir haben gestern gesehen, wir haben diese Produktionskürzung. OPEC Plus macht mit, die Russen machen mit. Federführend sind allerdings die Saudis, die auch am meisten kürzen. Wir sehen, Öl ist zunächst mal aus diesem Seitwärtstrend ausgebrochen. Ist ja höchster Stand jetzt gewesen in diesem Jahr. Gleichzeitig die Ölreserven der Amerikaner so gering wie seit 1983 nicht mehr. Und die Saudis, rechts sehen wir das hier in dieser Grafik, produzieren immer weniger Öl. Und das ist jetzt das vielleicht Entscheidende. Es findet eine epische Schlacht statt, wie wir das hier sehen, dieses Tauziehen zwischen der OPEC, die letztendlich Interessen hat, und der Wall Street, die Interessen hat. Und welches sind diese Interessen? Nun, hier sehen wir auf der linken Seite, Saudi-Arabien will jetzt 50 oder Aktien von Saudi Aramco im Volumen von 50 Milliarden Dollar an den Markt bringen. Und was brauchst du dazu? Da brauchst du einen hohen Ölpreis. Dann finden alle das besonders sexy, wenn Saudi Aramco neue Aktien ausgibt. Und auf der anderen Seite will die Wall Street, dass nächste Woche, so ist es zumindest gedacht oder geplant, der Tag steht noch nicht fest, aber nächste Woche soll das größte IPO des Jahres stattfinden. Der britische Chipentwickler Arm, dessen Technologie in vielen Smartphones drinsteckt, der sich gegen Intel mehr oder weniger durchgesetzt hat. Jedenfalls gehörte zu SoftBank, einem der zwielichtigsten Investoren überhaupt. Jedenfalls soll da natürlich gute Stimmung gehalten werden, denn sonst läuft so ein IPO nicht wirklich gut. Also haben die Wall Street, die Amis ein Interesse, die Stimmung oben zu halten. KI, 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 habt ihr heute schon genug KI gesagt? Dann ist die Sache super. Also da kontrastieren Interessen miteinander, absolut faszinierend. Wer wird sich durchsetzen? Schauen wir zunächst mal auf Öl. Hier sehen wir mal übrigens, was man mit einem Barrel Öl machen kann. Gasoline, 18,9 Gallonen, also Benzin, Heating Oil, Jet Fuel, Petroleum und so weiter und so fort. Sie sehen hier diese Auflistung. Und das ist das große Problem letztendlich, was den Abschied aus dem fossilen Zeitalter so schwer macht. Dieser Treibstoff oder diese Öl ist eben schlichtweg sehr, sehr effizient einsetzbar. Das ist das Problem. Wir haben hier jetzt zum Beispiel mal die Größe. Naja, wie viel Energie muss ich hier irgendwo reinstecken, um wie viel Energie dann wieder rauszuholen? Bei Wind und Solar haben wir etwa den Faktor 3,5 zu 1. Das heißt, ich muss einen Anteil Energie reinstecken und kriege dann 3,5 wieder raus aus der Nummer. Bei Biomasse ist das Verhältnis 5 zu 1. Bei Coal-Fired Stream Power 10, also Kohle 10 zu 1 und bei Öl und Gas 30 zu 1. Das heißt, ich habe hier eine sehr große Effektivität, die ist eben bei Solar und Wind nicht gegeben. Haben Sie schon mal die Frage gestellt, warum diese Windkraftturbinen so extrem hoch sind und dabei eine Leistung bringen, die vielleicht etwa 6, 8 Automotoren entspricht. Wenn Sie die mal übereinander stapeln, dann haben Sie einen Bruchteil. Das heißt, es ist immens platzintensiv. Warum ist es so platzintensiv? Nämlich die Windturbinen, weil sie so ineffizient sind faktisch. Weil die Umwandlung in Energie so schwach ist, dass ich die Dinger so riesig bauen muss. Und das genau ist das Problem, warum wir Europäer hier vielleicht nochmal nachdenken sollten, so wünschenswert es ist, aus den Fossilen auszusteigen, aber auch die alternativen Energien, in Anführungszeichen, haben Folgewirkungen, produzieren Schäden, nur der wunderbare Effekt ist, dass diese Schäden überwiegend woanders abfallen, nicht bei uns. Wir können dann hier sagen, wir sind doch super sauber, aber woanders wird
der Dreck produziert, werden seltene Erden unter schmutzigsten Bedingungen abgebaut und, und. Also das darf man nicht vergessen. However, zurück zum Thema, meine Damen und Herren. Sie sehen, ich springe, gell? Aber jetzt springen wir wieder zurück. Hier sehen wir mal den Zusammenhang zwischen Inflation, nämlich CPI in den USA, hier gestrichelt, und dem Ölpreis. Und wir sehen, da gibt es natürlich einen Zusammenhang, und es ist wahrscheinlich, dass die Inflation jetzt nach oben geht. Nächste Woche, 13. September, bekommen wir ja die Inflationsdaten. Und hier sehen wir mal, selbst wenn die Inflation nur 0,1% steigen würde von Monat zu Monat, dann wären wir bald wieder über 4%, also für die Fed keinerlei Entwarnung. Es ist davon auszugehen, dass nächste Woche die Inflationsdaten aus dem August relativ hoch ausfallen werden. Und das andere Thema neben dem Ölpreis, der gestern aufgrund dieser Produktionskürzung gestiegen ist, das waren, oder das zweite Thema waren da Renditen. Wir sehen hier jetzt die 10-jährige US-Anleiherendite 4,25%, gestern schon über 4,26%. Rechts sehen wir, dass die Rendite hier diesen Aufwärtstrendkanal wunderbar gehalten hat. Goldman Sachs sagt, naja, erstens sind die Renditen gestiegen wegen dem Ölpreis, das verstetigt ja die Inflationserwartung. Und dann sehen wir, dass natürlich viele Unternehmensanleihen platziert wurden. Gestern alleine 36 Milliarden Dollar, meist von sehr bonitären Unternehmen. Das heißt, das sind vergleichsweise sehr seriöse Anleihen. Dadurch entsteht für die Staatsanleihen, für die US-Staatsanleihen eine weitere Konkurrenz, eine Liquiditätskonkurrenz. Die Fed kauft ja keine mehr, sondern lässt Anleihen auslaufen, reduziert ihre Bilanzsumme. Das heißt, da müssen Käufer gefunden werden, und je mehr Angebot ist, umso höher dann verlangen potenzielle Investoren eben dann die Rendite. Also das nur zwei Gründe, die dazu geführt haben. Hier sehen wir mal der S&P 500 in Relation zum TLT. Das ist ein Anleihen-ETF. Hier sehen wir eine negative Divergenz, die sich hier ausbreitet. Dazu gleich mehr. Jedenfalls haben wir auch gesehen, dass der Dollar gestern seinen besten Tag seit März hatte. In drei der vier letzten Tage gestiegen. Jetzt auf dem höchsten Stand seit März. Das ist jetzt doch sehr, sehr klar erkennbar, was da passiert. Und das gibt Stress aus zweierlei Gründen. Länder, die oder Investoren, Menschen, die verschuldet sind in Dollar, deren Schulden werden teurer. Auf der einen Seite Rohstoffimporte werden auch teurer. Das schürt die Inflation in vielen Ländern, bringt die Währungen anderer Länder unter Druck. Und kein Wunder, dass jetzt China und Japan eingeschritten sind. So hat etwa Japan in Gestalt von Kanda gesagt, also das sind unerwünschte Bewegungen in Sachen Dollar-Yen, wir könnten jederzeit intervenieren. Die Chinesen wiederum, die haben jetzt das Fixing, also die Definition des Wechselkurses, mit 1139 Pips so weit gefasst wie noch nie. Man versucht also den Yuan zu stützen, indem man das Fixing so macht, dass die Offshore-Trader ein bisschen Respekt bekommen. Morgan Stanley wird jetzt bearish für Emerging Market Currencies, wie zum Beispiel den Yuan. Also das schafft Stress letztendlich, und umso erstaunlicher, dass in dieser Kombination die Aktienmärkte sich so gehalten haben, aber vielleicht eben aufgrund dieser Interessen. China Property Stocks Rally heute, wir sehen etwa Long 4 oder Sunak ist das hier, Sunak China, 65% am Mittwoch gestiegen. China selbst sagt, ja, unsere Fundamentaldaten sind weiterhin gut, obwohl wir so eine kleine Wachstumsschwäche haben, ist halt so nach Corona ein bisschen bumpy und so weiter und so fort. Dabei ist all das eben strukturell in China. Es ist eine grundsätzlich falsche Politik, die eben Privatwirtschaft abwirkt und Staatskonzerne pusht, Beamte reinsetzt in jedes Unternehmen, das einigermaßen von Bedeutung ist. Sechs rote Flaggen in Sachen China. Hier das BIP erstens, zweitens die Exporte, vor allem nach Europa und nach USA ist rückläufig. Wir sehen, dass wir fast schon eine Deflation haben. Wir sehen, dass der Yuan stark abwertet. Wir sehen die Jugendarbeitslosigkeit, die jetzt nicht mehr veröffentlicht werden darf. Wir sehen einen massiven Einbruch der Kreditvergabe. Da versucht man jetzt mit so ein bisschen halbherzigen Stimulus dagegen zu gehen. However, nochmal zurück zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren, genauer zu Wall Street. Hier sehen wir S&P minus, Dow Jones im Minus, Nasdaq 100 leicht im Plus, Russell 2000, der Nebenwerteindex, der Russell minus 2,1%. Also wir sehen totale Divergenz dieser
Märkte und wir sehen, wir haben eigentlich keinen Leadership, also keine Führung derzeit. Auch die defensiven Sektoren werden abverkauft. Sehen wir etwa mal Consumer Staples. Normalerweise defensiv, wenn irgendwie Risikoaversion ist, dann läuft das gut. Real Estate, Financials, Healthcare, Utilities, Industrials, Materials wurden abverkauft wegen der Dollarstärke vor allem. Höchstens vielleicht Technology und natürlich gestern Energy, aber so richtig Bombe war 0,53% auch wieder nicht angesichts des Anstiegs des Ölpreises. Hier sehen wir mal Nasdaq zum Russell 2000, jetzt auf dem höchsten Stand seit der Dotcom-Blase, und Russell 1000 Value in Relation zu Growth sehen wir jetzt auf dem tiefsten Stand seit Dezember 2021. Und rechts sehen wir, wie stark Nasdaq und die 10-jährige Anleiherendite gestern divergiert sind. Die ist ja gestiegen, die Rendite, normalerweise schlecht für den Nasdaq, hat den aber jetzt nicht so wahnsinnig interessiert, aber wir sehen schon Warnsignale. Wir sehen, dass wir hier über bestimmte Niveaus nicht gekommen sind. Wir könnten jetzt also durchaus da so eine Rundung vollenden und dann nach unten gehen, wenn diese entscheidende Unterstützungszone so im Bereich 4500 nicht gehalten wird. Da ist viel Optionsinteresse. Wenn das durchgeht, dann müssen die Market Maker sich absichern auf der Unterseite. Was hält, ist natürlich dieses KI-Narrativ. Hurra, das wird die Welt retten, meine Damen und Herren. Ja, KI ist wahrscheinlich ein Gamechanger, aber wie so oft ist es nicht so, dass alle profitieren, sondern die allerwenigsten. Wer wissen wir noch nicht schlichtweg hier. Die Magnificent Seven Market Cap jetzt praktisch fast auf Allzeit hoch. Und warum gehen professionelle Investoren meistens in solche Aktien? Naja, weil sie ein Problem haben, wenn sie praktisch bei der Performance hinterherhinken. Also sagen sie sich, okay, diese Aktien sind super liquide auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir immer mehr passives Investieren, dass also nicht Einzelaktien gekauft werden, sondern Index-ETFs. Und da sind diese Magnificent Seven wie Nvidia, Apple und Konsorten natürlich alle sehr stark gewichtet. Also ist das sozusagen so ein sich verstärkender Effekt. Aber gucken wir uns mal Apple an. Jetzt hier ein Analysehaus, das sagt, also die Parallelen zwischen Apple und IBM damals sind frappierend. Und wer spricht heute noch von IBM? Apple wirkt schon so ein bisschen aus der Zeit gefallen irgendwie. Auch wenn der Kurs sich jetzt im Vorfeld dieser Apple Days in der nächsten Woche nochmal erholt, aber spätestens nächste Woche, denke ich, ist dann auch bei Apple wieder Schluss, wenn dann das Ereignis sozusagen wieder abverkauft werden wird. Insgesamt sehen wir Tech jetzt, was die PEG-Ratio betrifft, etwa auf dem Niveau der Dotcom-Blase. Wird schon gut gehen, meine Damen und Herren, ganz sicher. Und wichtig heute vor allem für Dollar und Renditen und damit für die Märkte insgesamt, ISM-Index 16 Uhr. Dienstleistung, ja ungleich größer als Manufacturing, das ja schon seit 8 Monaten deutlich schrumpft, unter der 48er Marke hantiert. 16 Uhr, also das wird wichtig, Erwartung 52,7. Wir sehen andernorts, zum Beispiel in Deutschland, dass der Dienstleistungssektor, der die Wirtschaft bisher noch getragen hat angesichts der Schwäche der Industrie, doch jetzt nachlässt. Wie wird das heute aus den USA kommen? Und wichtig, gestern haben wir, glaube ich, etwas erlebt, nämlich die Homebuilder-Aktien, die ja total super gelaufen sind, weil die Leute letztendlich nicht mehr umziehen, also von einem existierenden Haus sich dann ein anderes gebrauchtes Haus kaufen, wegen den Zinssätzen, sondern wenn, wird gleich neu gebaut. Dementsprechend haben wir gesehen, dass die Homebuilder-Aktien massiv gestiegen sind. Gestern aber ein fetter, fetter Rücksetzer. Und wir sehen auch, dass dieser sogenannte Food Traffic, also das, was faktisch sozusagen an Transaktionen am Markt passiert, jetzt wieder rückläufig war. Und da ist ein Riesengap noch. Also es könnte sein, dass diese Saga jetzt zu Ende kommt. Wie wird es weitergehen an den Märkten? Wenn wir mal den S&P nach Saisonalität sehen, dann könnte jetzt eine gute Zeit kommen bis Mitte September. Dann wird es schwierig. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die VIX-Saisonalität anschauen, könnte die Saisonalität massiv ansteigen oder könnte der VIX massiv ansteigen, wäre nicht so gut für Aktien. JP Morgan's Kolanovic sagt ja, ich sehe eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine geopolitische Krise in den nächsten 6 bis 12 Monaten. Könnte man, wenn wir uns diese ganzen Geschichten um Ölpreis, Renditen und so weiter anschauen, durchaus für möglich halten. Wir hatten heute schwache Aufträge für die deutsche Industrie, minus 11,7%, minus 4,0 erwartet. Da geht es auch wieder um Großaufträge, die zum Beispiel letzten Monat der Fall waren. Aber vergleichen wir mal die Zahlen mit dem Vorjahresmonat, dann haben wir nach wie vor ein Minus von 10,7%. Also
Wir sehen die deutsche Industrie, die ist nicht gerade gut aufgestellt derzeit. Drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Dollar und Renditen steigen. Mike Wilson warnt vor der Euphorie vor Aktien, aber da sind auch bullische Elemente drin. Warum zum Beispiel die Unternehmen diese Zinsanstiege noch nicht spüren? Erste Empfehlung, meine Damen und Herren. Zweite Empfehlung, die Fed reduziert ihre Bilanzsumme. 1 Billion ist schon mal weg. Und das ist natürlich Treiber auch für die Renditen. Deswegen ist dieser Artikel so wichtig. Zweiter Artikel. Und der dritte Artikel, was ist denn los bei Volkswagen? Dividendenrendite 8%, KGV bei 3. Geht das Unternehmen unter oder ist das eine riesige Chance hier? Eine interessante Diskussion. Es geht letztendlich um Deutschland insgesamt, denn die Autoindustrie ist das Herz der deutschen Industrie. Wenn Volkswagen scheitert, dann wird es auch hier ein bisschen schwierig. Drei Empfehlungen, also ich sage Servus und Ciao.